Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte eigentlich schon heute früh anfangen zu filmen, habe es aber dann irgendwie total vercheckt. Ich werde diese Woche wieder mit filmen. Heute ist schon Dienstag und heute ist eigentlich ein ganz entspannter Dienstag, der auch richtig spannend wird. Deswegen fange ich heute an zu filmen. Ich bin gerade auf dem Weg in die Schule und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns dann nachher wieder. Ich habe jetzt nämlich erstmal ein bisschen Unterricht. So Leute, ich melde mich jetzt mal offiziell. Ja, ich habe heute Morgen das Video ganz spontan gestartet. Eigentlich wollte ich schon früher filmen, also schon heute Morgen. Aber ich habe es dann irgendwie vergessen. Dann wollte ich eigentlich hier am Bahnhof filmen, als ich heute Morgen hier angekommen bin. Habe es dann aber auch wieder vergessen. Und jetzt stehe ich hier am Bahnhof. Ich bin wieder zu Hause quasi. Ich werde jetzt einmal schnell heimfahren und werde mir mein Gymzeug holen, beziehungsweise werde mich einfach kurz umziehen. Und fahre dann weiter ins Fitness. Ich muss vorher nur eine Kleinigkeit noch essen, weil mein Kreislauf irgendwie ein bisschen im Arsch ist. Und es ist ein Wunder, dass ich jetzt schon zu Hause bin, beziehungsweise halt wieder quasi zu Hause. Denn es ist jetzt 3:15 Uhr. Und ich werde den Rest der Woche wahrscheinlich bis um 5 wieder ganz normal in der Schule sein. Und es fühlt sich so gut an, mal nach Hause zu kommen, wenn es noch hell ist. Und man noch was tun kann. Und ich muss auch heute noch einiges tun. Ich muss für morgen noch 2 Therapien vorbereiten. Eine davon ist meine Behandlungsprobe, heißt, meine Therapie wird bewertet. Obendrein sehe ich super schlimm aus, aber ist gar nicht so schlimm. Heute ist eh Haarwaschtag, deswegen geht es auch gleich ins Fitness, damit es sich so richtig schön lohnt. Dann kommt vielleicht heute Abend bei mir noch eine Dame vorbei von eBay, die mir was abkauft. Mal gucken, ob das zustande kommt oder nicht. Und ich freue mich jetzt richtig aufs Fitness. Ich brauche ein bisschen Bewegung. Das wohl hässlichste Gym-Outfit EU West, aber ist egal, Leute. Ihr geht ins Gym, um was Gutes für euren Körper zu tun und nicht um gut auszusehen. Spaß, meine guten Sachen sind nur in der Wäsche. Das war's auch schon wieder. Handy habe ich, Schlüssel habe ich. Jetzt hole ich noch mal ein Trinken und dann geht's gleich wieder los. Training war eigentlich ganz gut. Ich habe Cardio gemacht und ein bisschen Bauch. So, kaum zu Hause angekommen, gehe ich auch gleich wieder. Ich gehe nämlich jetzt mit meiner Mom und Holly Gassi. Ich habe mir einmal meinen dicken Pulli wieder angezogen, noch eine Sweatshirt-Jacke drüber, weil es ist echt irgendwie saukalt draußen. Los geht's. Also Leute, wie man unschwer erkennen kann, war ich gerade duschen. Es ist jetzt circa 6:40 Uhr. Die Dame, die meine Turnmatte abholt, kommt circa um 7. Ich habe jetzt in Windeseile hier nochmal kurz geduscht. Das war jetzt super, dass wir davor noch Gassi gegangen sind.
So, Hallöchen, ihr Lieben. Ich lege jetzt schon im Bett. Ich habe auch schon zu Abend gegessen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich werde jetzt noch Schulkram erledigen für morgen. Während ich hier gerade am Stundenplan bearbeiten bin von meiner kleinen Patientin, kommt die Holly hier um die Ecke und will einfach mitwuseln. Was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, ich habe gerade gesehen, dass am Freitag etwas ganz Besonderes ist. Ich decke das andere jetzt einmal ab, weil da sonst Namen der Dozenten draufstehen. Aber wie ihr gerade sehen konntet, ist am Freitag nichts eingetragen. Ich habe am Freitag auch keine Therapie. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich am Freitag nicht nach München fahren. Und ich kann einfach zu Hause bleiben und von zu Hause aus schon Dinge erledigen. Ist dann auch quasi eigentlich immer wie so ein kleines verlängertes Wochenende. Das kommt nicht oft vor. Also denkt euch nicht, dass das jetzt jede Woche so ist. Das ist wirklich sehr, sehr selten so. Okay, Leute, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet. Ich hatte heute Morgen meine Behandlungsprobe, direkt um 8.45 Uhr. Und die ging dann bis in den Unterricht rein. Dann hatte ich Unterricht. Dann hatte ich theoretisch nochmal Unterricht. Also ich gebe dann quasi immer einen Mini-Unterricht in MFS. Mache das Ganze mit einer ganz lieben Maus aus meinem Kurs. Dann hatte ich Mittagspause, da war ich eigentlich nur bei DM und beim Edeka kurz, habe dann kurz was gegessen, war dann in einer Therapie, hatte dann kurz Zeit und war dann nochmal in der Therapie. Und dann war ich nochmal in einer Therapie, also mein ganzer Tag war heute irgendwie so vollgepackt und getaktet. Ich hatte irgendwie keine richtige Pause, kein richtiges Durchatmen, keine, also schon Struktur, aber es war einfach irgendwie super viel los. Dann hat mich spontan heute mein Freund abgeholt. Das war mega schön. Es war ein richtig schöner Kurztrip. Ich muss jetzt noch ein bisschen was für eine Projektarbeit machen, die wir am Freitag abgeben müssen. Die Hollymaus ist auch hier. Vielleicht werde ich noch ein bisschen aufräumen. Ich möchte auch noch einen TikTok schneiden. Ich habe nämlich eins aufgenommen, als wir in Ingolstadt waren. Das möchte ich gerne noch schneiden und einmal schon bearbeiten, dass ich das dann morgen direkt hochlade. Denn bei mir gibt es Daily TikTok-Content. Also, wenn ihr möchtet, schaut gerne vorbei. Ich blende es euch hier unten ein. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist Donnerstag. Es ist so ekliges Wetter. Es regnet. Irgendwie ist es total neblig und kalt und boah. So Leute, für mich geht es jetzt kurz nach Hause und dann gleich wieder ins Gym. Ich schaue mal, was heute sonst noch so passiert. So, liebe Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe mich jetzt auch einmal nur schnell umgezogen. Und ich werde jetzt ins Fitness fahren, werde dann danach noch kurz einkaufen gehen, weil ich mache heute wieder meine One-Pot-Pasta. Wir stehen beim Edeka. Ich muss mir jetzt einmal hier von hier hinten meinen Muttikorb fischen. Ich glaube, ich hätte gerade fast mein Licht geschrottet. Wir gehen jetzt einmal schön die ganzen Sachen besorgen.
Guten Morgen, liebe Leute. Es ist jetzt Freitag. Ich habe gestern irgendwie vergessen, mich abzuschminken. Ich habe noch die Wimperntusche drauf. Ich werde mich aber jetzt auch nicht abschminken. Ich gehe mich jetzt kurz mit der Holly eine kleine Runde Gassi. Gib ihr dann was zu essen, dann esse ich. So, wir sehen uns an diesem Morgen mal wieder aus dem Auto. Es ist jetzt circa 10 Uhr, glaube ich. Ja, es ist bald schon um 11 Uhr. Ich düse jetzt einmal los ins Fitness und werde danach noch kurz zum Rossmann fahren. Ich bin jetzt angekommen, aber meine Spindnummer ist nicht frei. Ich habe sonst immer die 125. Die ist aber zu. Jetzt habe ich die 135 genommen. So, ich bin wieder raus aus dem Gym. Ich habe jetzt irgendwie gar nichts mitgefilmt, weil ich habe nicht so viel gemacht. Ich war nur eine halbe Stunde auf dem Radl und habe dann noch mal ein bisschen Bauch gemacht und noch auf der Matte. Aber ich habe es irgendwie total vercheckt zu filmen. Ich schaue nämlich immer, während ich auf dem Radl bin, schaue ich immer Türkisch für Anfänger. Also die Serie auf Netflix. Irgendwie ist es so kalt. Ich freue mich, wenn ich zu Hause bin. Und wenn ich duschen kann, ich sehe nämlich richtig schlimm aus. Das darf man eigentlich niemandem zeigen. Ich werde dann auch gleich noch mit der Holly Gassi gehen, damit ich schön auf meine Steps komme. Ich habe jetzt leider nicht so eine Bürste gefunden, wie ich wollte. Aber ich habe jetzt hier nochmal so einen Haarturban mir geholt. In Pink. Ich habe nämlich zu Hause einen in Grau und in Pink. Und der Pinke ist, glaube ich, vom DM damals gewesen und der Graue ist eben vom Rossmann gewesen. Da habe ich jetzt halt denselben, nur in einer anderen Farbe geholt. Und ich mag den Grauen viel, viel lieber als den Pinken, weil der Pinke mir irgendwie, weiß ich nicht, der ist, glaube ich, nicht so hochwertig und macht meine Haare irgendwie immer so kräuselig. Ich habe ja auch so einen Lufferschwamm zusätzlich noch und so Massagehandschuhe, die man sich quasi anziehen kann, die auch gut sind fürs Peelen. Deswegen ist es schon in Ordnung. Also mein Mittagessen ist jetzt aufgegessen. Ich habe mir einmal schnell einen Teller von meiner One-Pot-Pasta noch gemacht und bin jetzt mit der Holly Gassi, weil das Wetter ist so schön. Es ist zwar immer noch kalt, aber die Sonne scheint wenigstens und die kleine Maus kann gut laufen. Okay, ihr Lieben, ich habe mich jetzt einmal geduscht, bin wieder richtig schön frisch, habe mich fertig gemacht und ich gehe jetzt einmal mit meinen Eltern noch essen heute Abend. Ich würde das Video jetzt vorzeitig schon mal beenden, weil heute nicht mehr so viel passieren wird. Ich muss das Video ja auch noch schneiden, damit fange ich dann gleich an. Ich hoffe, mein Weekly-Vlog hat euch gefallen. Ich fand ihn sehr cool, es ist sehr viel passiert diese Woche und ich habe mir auch echt Mühe gegeben, alles gut mitzufilmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao!